Aber wir wollten auch Pandas haben und keine Eichberge und keine Eichbären. Ja, stimmt. Aber hier ist ein richtig schöner Berg, ne? Packeis. Oh, Packeis. Ja, kannst du mitnehmen. Brauche ich da auch die Silky? Nee, bei Packeis, ich kann es nicht so abbauen. Stell mich nicht alles durch. Nein. Echt nicht? Nein. Nee, brauchst du auch Silky. Okay, hab ich ja, wie gesagt, grad nicht dabei. Ischu. Ich hab's dabei. Schneeblock? Müssen wir schön aufpassen, ne? Ich musste letztens sehr lachen, ne? Ich hab da beim Onkel, ne, beim großen Onkel, der hat dann scheinbar wieder reingeguckt in Minecraft und ist dann auch in Pulverschnee versoffen. Ich musste herzlich lachen. Dachte mir, schön, wenn es nicht nur mir so geht. Das war sehr erleichternd. Das war richtig toll. Ja. Also 34. Was war das? War das auch ein Packeis? Nee, es war ein anderes Eis. Wahrscheinlich normales Eis. Eis. Oder genau. Blaueis. Ja, normales Eis. Ach so. Eis. Muss mal dran lecken. Nee. Bleibt bloß meine Zunge dran kleben. Was sind wir denn hier oben? Ja. Wenn es nichts. Aber wir haben immer noch kein. Das ist lustig, ne? Wir haben kein richtiges Meer bisher gefunden. Es ist alles. Ja, es ist alles irgendwie so ein bisschen miteinander verbunden. Ne, es geht immer irgendwie ein Fluss durch. Aber ja, so die größte Fläche, die haben wir jetzt mehr oder weniger bei uns vor der Haustür. Ja, genau, bisher. Ja. Ein richtiges Meer haben wir noch nicht gefunden. Was ist hier? Waldkorn, Waldkorn. So. Irgendwie kriege ich jetzt Hunger, obwohl ich ja eigentlich vorhin gegessen habe. On stream oder im Real Life? Im Real Life. Obwohl ich ja eigentlich schön vorhin Spätzle mit Soße gegessen habe. Das Spätzle mit. Verdammt, was hast du vorhin noch genau geschrieben? Ich hab's nicht mehr im Kopf, tut mir leid. Schwäbische Spätzle oder schwäbische Knopfspätzle mit. Genau, ich meine Knopfspätzle. Knopfspätzle mit geschnetzeltem. Genau. Ja. Oh Gott. Da sind Spinnenweben. Das könnte vielleicht eine Spinnenhöhle sein, wenn da Spinnenweben so rumhängen. Welche Spinnen? Welche Spinnen? Ich glaube, durch irgendeine Mod andere Spinnenhöhlen noch. Ja, kann sein, aber welche Spinnen? Wir haben doch die Monster spawnen größtenteils aus. Ja, aber ich wüsste halt trotzdem ganz gerne, ob hier. Guck mal hier runter, das sieht sehr lecker aus. Wo? Über so der Pferde. Die direkt, ja, neben, die direkt neben uns hier laufen. Bist du dann runtergesprungen? Ich bin jetzt unten im Loch, ja. Ich sehe dich. Nein, runtergesprungen bin ich nicht. Ich bin da runtergelaufen. Ich beobachte dich. Da, mit genau hier rein musst du in dieses Loch. Du mit deiner komischen Nase. Nase? Ja, du mit deinem komischen Dingens, ne? Mit deiner komischen Maske. Ja, soll ich vielleicht abnehmen? Ja, sieht schon sehr komisch aus, ne? Okay. Oh Gott, die Höhlen machen mich echt fertig. Oh, die Höhlen machen mich echt fertig. Die machen mich ganz kirre. Bist du schon drin in der Höhle? Nein, ich habe noch eine andere gesehen. Achso. Das war auch bloß ein ganz kleines Stück mit den Spinnenwebens da vorne. Oh, schade. Kann ich die abbauen? Und wenn ja, womit? Wieso laufe ich... Beim Supplenty, was? Wieso, kann mir mal irgendjemand sagen, warum ich die ganze Zeit ganz krankhaft jetzt und krampfhaft die Berge hochgelaufen bin, wenn ich einen Hexenbesen? Nein, kann das sein, dass du einfach dumm bist? Ja, kann das sein, dass du dumm bist? Wieder so eine Riesenhöhle. Unten, hier ist eine Spinnenhöhle. Geh mal runter. Hier sind nämlich die Spinneneier. Ja, genau. Kann man die Spinneneier mitnehmen?
Weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt runterfliegen. Warte mal. Mein Besen. Gott, okay. Was denn? Hier hat was gegrummelt. Ja, das war ich gerade. Oh Gott. Boah, du Sadist. Bist du ein Sadist, hey, ohne Witz. Grummelt hier vor sich hin, ne? Währenddessen ich jetzt da gerade bei den Spinnen abgestürzt bin. Oh Gott. Ich glaube, ich habe das dumme Gefühl, wenn ich es jetzt abbaue, dass ich dann wahrscheinlich... Ja. Jetzt wird es... ist eine Spinne, ja. Ich habe das Spinnenei abgebaut und es ist eine Spinne rausgespawnt. Kann man die nicht mit Silke abbauen, die Spinneneier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, aber ich habe es jetzt leider verkackt. Oh. 10, hallo 10, ja genau, dankeschön. Mach du auch mal. Einmal kurz strecken. Füße weg, Füße angucken. Hallo, Füße sagen. Bisschen bewegen. Und jetzt ja, machen wir Füße. Gymnastik, Fitness und 1 und 2. Meine Füße mögen mich aber nicht. Wieso? Sie tun mir mehr weh. Achso, tun sie dir nicht Hallo sagen, ne? Und 1 und 2 und Fitness und ja, yippie. Oh Gott, was habe ich jetzt im Kopf? Singen, ja, ja, yippie, yippie, ey. Hornbach, es gibt immer was zu tun. Oh Gott. Wo bist du wieder mir hingelaufen? Ich schwebe. Ich stehe nicht, ich schwebe. Über dem Spinnenloch. Ich schwebe. Ich schwebe. Nein, ich fliege mir beim Hexenbesen. Oh, ich will noch mal weiter strecken. Knacks. Okay, du schwebst über deinem Loch. Wo ist das denn? Ja. Ich gehe den Tag, aber ich gehe dich nicht. Ich bin hier weiter unten, ja genau, genau, ja jetzt da, ja, ja, in die Richtung, genau. Ja, hier, Vorsicht, da geht's runter. Achso, da, oh Gott. Ja, ist etwas verwirrend, dass ihr da einfach nur am Rumschweben. Hey! Ich wollte dir nur die Richtung weisen. Nee, aber der Pfeil zeigt in die falsche Richtung. Aber hier unten war eben das Spinnenei und das habe ich natürlich aufgemacht und abgebaut und dann kam natürlich eine Höhlenspinne raus. Die habe ich schon erlegt. Mit Pfeil und Bogen. Ja, natürlich Höhlenspinnen. Das ist ja auch irgendwie... Ach, Windy Garden schon wieder. Ich glaube nicht noch Spinnenweben, die man auch mitnehmen kann. Eher gleich wieder. Ich nehme lieber den Windy Garden mit. Okay. Ich habe ja die Dinge schon. Ich mal runter. Ich komme da nie wieder hoch, wenn ich jetzt runtergehe, ne? Egal. Du nicht, ich schon. Oh Gott. Wenn man sich mal gegenseitig disst, ne? Ich mach mal ja schnell aus den Kartoffeln, die ich dabei habe, mache ich mal schnell Ofenkartoffel. Da könnte ich eigentlich einen Toast draus machen. Ein Toast? Ein Toast. Wissa. Jesus no. Oh, dann mache ich da mal diese zu. Haben wir den da noch? Ich bin jetzt live. 5, warte, hast du das auch gekriegt, oder? Bei Twitch. 5 brandneue, absolut reale und völlig normale Kategorien, in denen du tatsächlich streamen kannst. Ach, das ist schon vor 2 Monaten gewesen. Irgendwie Katzending, glaube ich, war da was, ne? Mein Mikrofonarm hat gerade gequetscht. Ich wollte dich gerade fragen, was hier rumquetscht. Was hast du das gehört? Echt? Ja, das habe ich gehört. Okay, das war der Mikrofonarm. Ich komme nie wieder raus. Okay. Nee, Feuerstein brauche ich jetzt nicht. Kannst behalten. So wie du halt reingegangen bist, ne? Hier. Nee, da komme ich nicht raus. Ja. Komm doch zu mir rüber. Ja? Und dann... Oh, ich hab Knochen gefunden. Darauf? Knochen? Und da hoch. Da und da und da und da. Und da und da und dann sind wir schon wieder oben. Guck. Und da läuft ein Hü-hi-hü.
Wo? Ach, ach so. Ja. Jetzt läuft es langsam, langsam mal wieder Zeit, dass wir wieder heimkommen. Jetzt sind wir schon eine halbe Ewigkeit unterwegs, hey. Ja, und was haben wir gefunden? Spinnweben. Spinnweben, das war's. Wo hab ich jetzt die anderen Ofenkartoffeln hin? Da ist noch Brot, das Brot brutzeln wir noch. Ich schlafe. Ja, warte, ich schlafe auch gleich. Moment, ich muss meinen Rucksack schnell aus dem Ding holen. So. Wir schweben. Einfach schweben, schweben, schweben. Der Schwabe schwebt. Schwebelte Schwabe. So, ich kann ja die Ding wieder wegpacken, ne? Der Schwebe schwabt? Der Schwabe schwebt. Schwebe. Tauscht. Brauchst du was zum Essen? Nein, ich hab genug. Magst du einen Toast? Hab ich da noch geschmissen. Oh Mann, ich hab doch genug. So, wo war jetzt der nächste? 400 Meter, 600 Meter. Ne, 5000 Meter. 654. Sollen wir wieder zu dem Wegpunkt zurückgehen, wo wir vorhin waren? Oder meinst du, wir finden hier in der Nähe noch einen neuen? Unwahrscheinlich finde ich jetzt nicht. Dass wir ich sehe die halt immer nicht. Ja, ich halt auch nicht. Ja, du hast bis jetzt irgendwie voll viele gefunden. Nee, so viele sind das gar nicht. Oder ob ich ein Pferd. Ja, ich weiß, es sind ein paar Pferde in der Nähe. Ich hätte wieder ein Level. Ich habe noch 14, also theoretisch können wir noch. Nee. Ich habe mich echt schon gewundert letztens, weil ich hatte letztens 36 Level und auf einmal wurden das immer weniger. Und ich dachte, hey, ich habe doch gar nichts verzaubert. Bin doch gar nicht gestorben. Aber das erklärt alles. Das erklärt vieles. Ja. Also, ja. Was suchst du? Was brauchst du? Warum weinst du? Was ist los? Sprich, ich weine doch gar nicht. Ich will nur Palmen haben. Palmen? Also ich weiß, dass es Palmen gibt, aber halt, die schauen halt aus wie Dingens nur, ne? Es gibt ein Palmen-Setzling. Pandas. Ja. Ich will einen Dschungel, ich brauche einen Panda. Also, wir brauchen hier, wie hieß das? Bambus. Bambus-Dschungel. Ja, Bambus haben wir schon, aber wir brauchen einen Bambu-Dschungel, genau. Ja, genau, ein Bambus-Dschungel. Gab es da nicht einen Befehl, wo man gucken konnte, wo sich ein Bambus-Ding befindet? Locate Biome, Bambus-Dschungel. Bambus-Dschungel. Heißt es dann nicht eher Bambu? Ja, natürlich. Bambu. Okay, warte mal. Bambu. Locate Biome. Biome so plenty, Aurora. Minecraft Bambu-Dschungel. Und wenn ich da jetzt Enter mache, explodiert gleich alles. Ja genau, dann spawnst du einen riesigen Block aus TNT. Okay, hab's gemacht. Ja. Da steht's dran. 3675, 94, 3637, also alles Minus. Alles Minus. Oh, da ist 1665 Blöcke nur entfernt. Nur. Moment, ja, wollen wir da hingehen? Ja, jetzt warte, ich schreibe. Du brauchst doch nicht aufschreiben, du hast es doch im Chatverlauf drin. Du drückst einfach auf T und dann siehst du es doch. Das kann ich mir doch nie merken. Dann fliege ich zwischenzeitlich vom Server und dann ist. Ja, das stimmt. Genau, das ist der Klassiker. Okay. Wenn mein Auge reiben. Wer kennt's? Ne? Wenn das Auge innen drin ist. Ja. Die Hühneraugen? Nee, nicht ganz. So, warte mal. Wir sind jetzt bei minus 5000. Ja, wir müssen eigentlich Richtung Osten gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ich bin zwar gerade in die falsche Richtung unterwegs, aber. Ich wollte gerade sagen, warum laufst du dann in die andere Richtung? Ich wollte nur gucken, ob ich auch was anderes Schönes finde. Okay. Das wäre ja schön, wenn wir da endlich mal ein Ding finden würden. Ja, wie wollen wir den Panda denn mitnehmen? Weiß ich nicht. Weil den kannst du halt nicht zähmen. Wie macht man das? Ja, ich will nicht. Warum weißt du es nicht, du Pinyas? Ja.
Ja, was? Weiß ich nicht. Wir können auch sagen, dass wenn wir den Panda gefunden haben, können wir auch nach Hause gehen und uns dann da vielleicht einen Panda spawnen, weil wir den ja gefunden haben. Und wir haben auch Platz in der Tasche gehabt. Wir hätten Platz in der Tasche. Aber irgendwie wollte der Panda nicht mitkommen. Ah, den habe ich gefunden. Bei otto.de. Oh Gott. Ah, jetzt ist mein Inventar wieder voll. Dann muss ich deinen Jack rausholen und dann ein bisschen reinstecken. Ein Sackruck. Ja, dein Jackruck. Da sticky die Stick. Nein, jetzt habe ich die Ding gebraten. Parsnip. Die Parsnippe jetzt. Ich habe die Parsnip gekocht. Parsnip? Ja. Papier und Lachs. Also gut. Da unten ist ein Ruined Portal. Ein was? Ein ruiniertes Portal, ein kaputtes Nether-Portal. Ach so, bist du schon weitergelaufen? Nee, ich... Ach so, doch, stimmt ja. Entschuldigung. Hast mich einfach überholt. Ja. Schäm dich. Aber irgendwie laufe ich in eine andere Richtung. Ach, du bist oben lang gelaufen. So, ich meine hier schön nicht drin. Wir haben eine Goldhacke mit Glück... Oh, mit Glück 3, okay. Aber trotzdem Goldhacke, naja. Ja. Explosionsschutz 4 Stiefel. Eine europäische Rossharnisch. Ein Feuerzeug. Ich wusste gar nicht, dass es einen europäischen Rossharnisch gibt. Gibt es denn noch einen amerikanischen? Ja, was war es denn für einer? Goldener? Ein eiserner. Achso. Jetzt bin ich weiter als du. Hier sind wieder Pferde. Und ein Hü-Hi-Hü. Hü-Hi-Hü? Ja. Oh, hier ist noch ein Hü-Hi-Hü. Und hier ist ein schwarzes und ein braunes Pferd. Ein Pferd, das gerne Auto fährt. Also wirklich ein ganz schwarzes Pferd, ne? Perfekt für deine Katze. Ja, ich werde es aber nicht mitnehmen können, weil... Okay, ich zeig, wo? Oh, aua, ich will gehen, ich will haben. Hier. Moment, ich muss noch mal kurz einen Meteoriteneinschlag plündern. Und wo war die Frau jetzt? Da hinten. Ja. Oh, hier ein Pferd. Ja, da ist auch ein schwarzes, ein ganz schwarzes. Ein Blackie. Ich sehe. Ja. Gut, dass ich es vorhin schon vorgezähmt habe. Meins. Da geht's aber tief runter. Eingetütet. Gleich wieder dieses komische Hexengeräusch. Ja. Aber ich finde es so befreiend, dass man tauchen kann, ohne immer auf seinen Blub-Blub-Blub-Blub achten zu müssen. Blub-Blub-Blub? Ja, ich muss jetzt mal kurz das Mikrofon ein bisschen weiter runter tun. Ach, hier ist ein Moosblock. Sehe ich gerade. Jo. Okay. Dann im Osten. Oh, da sind wir schon bei minus 4.800. Ui. Müsstet ja eigentlich bloß fliegen, gell? Ja, aber das würde ja schummeln. Wieso? Das sind Hexenbesen. Ach so, so fliegen, meintest du? Ja, genau, ich meinte mit dem Hexenbesen fliegen. Moment, ich hab doch ein Feuerzeug, ne? Wieso? Da. Was willst du abbrennen? Die Hexe! Verbrenn sie! Hier ist Meer. Also hier ist zumindest eine größere Wasserfläche. Unter dem Meer. Da ist irgendwas. Mann, ist dein Rucksack voll. Ja, wieso greifst du in meinen Rucksack rein? Weil ich kann.
Ich hab schon wieder komische Unterwassergeräusche. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe gerade fahren lassen. Noch so weit. Hoffentlich findet man da einen Wegpunkt. Vermutlich nicht. Oh, da ist ein Boot. Nee. Schon wieder eine Ruine. Och nö. Wo? Eine zum Binseln. Ja, eine zum Binseln und eine mit Ertrunkenen. Nee. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Okay. Guck mal. Dahinter gibt's so ein Nether-Portal. Ja, und was sind das für Bäume? Ich weiß es nicht. Warum weißt du es nicht? Ich bin aber nicht der Tobias. Ach so? Eine Uhr. Ein europäischer Rosshanisch, ein Kettenrosshanisch und noch einer. Und eine Goldachse und eine Ghost Chili und eine Feuerkugel. Und das ist auch europäischen Hanisch. Mhm. Okay. Oh, ich hab Bock gemacht. Was sind das für Dinger jetzt? Das ist Magic Lock, okay? Sehr gut, die haben wir noch nicht gefunden. Das andere ist Flowering Oak Leaves. Ah, die schauen das anders aus, weil wir woanders sind, in einem anderen Biom. Magic Saplings, wunderbar. Ja. Juhu. Ja, jetzt können wir blaue Sachen bauen. Jetzt können wir blaue Sachen bauen? Mhm. Blaue Gebäude. Ach so. Schlafen? Es ist dunkel. Ach so? Ja, kann ich sein. Ich hab noch ein Night Vision. Okay, ja, ich auch. Ich lege. Sehr gut. Da drüben sind Füchse. Mitnehmen, aber geht da nicht. Nee, geht nicht. Okay, also wir müssen weiter Richtung Osten, ne? Das heißt, wir kreuzen jetzt die... Was ist hier? Pink Daffodü. Ich glaube, die haben wir schon mal. Ich glaube, da hast du schon meine mitgebracht. Ja, Glowflower. Hab ich mitgebracht, ja. Oh, aber die haben wir noch nicht. Die Achso, Glowflower hast du gerade gesagt, ja. Ja, da habe ich jetzt gerade eine eingepackt. Genau, die Glowflower haben wir noch nicht.